Hallo Oh Mann, Johannes! Grüezi wohl, guten grüezi, Tag! ja, lass uns gleich einfach auf Schweizerdeutsch weiterreden, Sicher, oder? können wir machen. Machen wir gerade Sicher, ja. Schweizerdeutsch Dann Dividende lernen wir zuerst. nachher auch noch was dazu, oder? Heute, ich habe es Ihnen noch nicht gesagt, den Leuten, aber heute haben wir so eine Spezialepisode. Wir haben letztes Mal von jemandem die Idee bekommen, wir könnten noch so eine Challenge machen, dass Ja. wir verschiedene Aktien-Ticker-Symbole uns gegenseitig in den Raum werfen und so ein bisschen auch erraten müssen, welche Unternehmen das überhaupt sind. Das wird super, super interessant und ich teste gerade tatsächlich auch was Neues und ich versuche mir selber zuzuschauen, dass ich auch die Qualität testen kann, ganz kurz, ja. Und Das ist das doch definitiv total auch. verstörend, es ist doch Ja. verzögert, oder? Was du da auf dem Bildschirm Es siehst. ist um 10 Sekunden etwa verzögert, also es verwirrt Okay. sehr, darum schaue ich jetzt auch nicht mehr drauf, aber es scheint alles zu klappen, alles zu funktionieren. Das ist jetzt unser Qualitätstest, den wir jetzt jeweils machen können. Noch sehr intelligent irgendwie, finde ich. Ich finde ja das cool von Instagram geregelt, dass wenigstens wir ohne Zeitverzögerung miteinander sprechen können. Ja, das ist Das finde wirklich ich schon ziemlich cool. erstaunlich, dass das auch so gut klappt tatsächlich. Das, was wir heute machen, können wir es eigentlich schon Let's Play nennen? Ja, könnte man schon Wir fast Let's Play nennen. spielen. Also ich habe jetzt hier auf dem Tablet, habe ich jetzt insgesamt sogar 30 Unternehmen in petto. Ich glaube, du hast ein Ja. bisschen weniger und wir können eigentlich da wirklich so ein bisschen hin und her Ping-Pong machen. Und ich habe da Ja. wirklich, ich denke mal, du auch viele verschiedene Unternehmen drin. Habe auch einige, die kennt man fast gar nicht tatsächlich oder auch eher weniger oder vielleicht einfach nur schon mal gehört. Und da sind dann doch Ja. schon so einige lustige oder auch sehr kuriose Abkürzungen drunter. Und ich habe auch ein paar von der Community, weil mir ein paar Leute geschrieben haben, ich soll doch dieses und dieses Unternehmen reinnehmen. Das habe ich natürlich getan und das wird definitiv spannend. Ich würde mal sagen, ich habe ja einige mehr. Das bedeutet, ich fange mal Woher an, weißt du ja? das? Ich habe dir doch gar nicht gesagt, wie viele ich habe. Ja, ich habe halt so meine, wie soll ich sagen, Spione überall, ja. Und Aha, darum bin ich da okay. immer schön informiert und habe meine Informanten, ja, die mich da schön Alles klar. informieren. Perfekt. So, ich Du, würde ehrlich sagen. gesagt, ich habe überhaupt gar nicht durchgezählt, aber ich denke einfach, sie reichen. Ansonsten gucke Das ich wird nochmal in den klappen. Screener und der liefert mir noch tausende weitere. Das ist gar kein Problem. Oh, und sonst können noch Die. die Zuschauer noch ein paar reinballern, dann können wir beide Ja, raten und dann werden sowieso. wir ja definitiv. Sowieso, auf jeden Fall. Also wenn ihr irgendwelche Favorite-Symbole habt oder lustige Symbole, die wir erraten sollen, dann haut die einfach in den Chat Ja, rein und wir labern darüber. Ja. definitiv. Also wie der Nestra schon sagt, ready to rumble. Ich würde sagen, ich fange mal mit einem einfachen Wert an, ja. Ja, Und bitte. das ist Ich hab das. ATVI. ATVI. Das ist ein einfacher Wert. Ja. ATVI. Also AT&T geht anders, das Nee. weiß ich. AT&T ist ein T. Einfach nur ein T. Ja, ist einfach nur ein Tee, ganz billig. Jetzt hast du mir schon ein Symbol geklaut, Ja. Spanio, das kannst du halt nicht machen. Jetzt habe ich nur noch 10. Ja. ATVI, Ja, ja? ATVI. Da kriegst du ins Grübeln, hä? Das ist eigentlich einfach. Ich kann dir einen Tipp geben, ich habe es im Depot. Auto, irgendwas mit Auto? Nee, ich habe keine Automobilhersteller im Depot. Ja. ATVI. Also das Unternehmen fängt auch mit A an. Ja, das denke ich mir schon. Eigentlich sind die ja immer relativ easy gewählt. Ja, der ist nicht so easy tatsächlich, finde ich jetzt so ein bisschen. ATVI. Wenn du es sagst, dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen bestimmt. Soll ich dir sagen? ATVI, jetzt schreibt Activision es auf. Blizzard. Ach ja, natürlich. Activision Blizzard. Ah, Activision. Und ich habe in den letzten Tagen habe ich es häufiger erwähnt tatsächlich. Ich hab sogar mit meinem Heilpraktiker über Activision gesprochen, glaube Und das ist ATVI, jetzt weißt du ich. Damn it, ja. Okay. Dann hau So, ich mal einen raus jetzt und bin ich dran. ja, ich mache es aber super einfach, Okay. glaube ich. Aber beziehungsweise, das ist wahrscheinlich genauso. Vor allem, ich habe herausgefunden, wenn man die Buchstaben einzeln liest, dann ist es manchmal noch schwieriger, als wenn man das als Wort sagt. Ja. MSFT. Ja, das ist. Ich
pack dich dann gleich noch also, ein. Also warte mal kurz. Ich glaube, das müsste doch. Also ich glaube, das ist Apple, oder? Nee, das ist Microsoft. Microsoft. Du wirst mich verarschen. Du wirst mich voll verarschen. Mach noch einen zweiten. Der war jetzt wirklich zu einfach, dieses Microsoft. Soll ich jetzt was Schwierigeres machen, ja? Ja, Edward, komm, was Schwieriges, damit ich wirklich auch zu kämpfen habe. Damit du zu kämpfen hast? Okay. Vielleicht kann ich dich auf einen Holzpfad, oder wie sagt man, führen. Mit Holzweg, diesem, ja. Auf einen Holzweg führen mit diesem Symbol hier. Wie bei Wer wird Millionär? Kennst du das? Da ja, ich kenne das. Ich kenne das. Aber ich werde, du musst mir dann aber Multiple Choice geben, wenn wir das so machen, ja? Das heißt, es ist einfacher für mich. Nee. Ja, gut, okay. Wenn ich mich das nächste Mal wieder so blöd anstelle, dann gibst du mir Multiple Choice. Okay, alles klar, mache ich. S. Das ist eine gute Idee. S, ja. N. Wie Nordpol. Ja, und S, N. Y. Sony. Nein. Hä? S, N, Y. Deswegen, ich habe doch gesagt, ich will dich auf den Holzweg, Mann. S, N, Y. Hä? Heute machen wir so eine Challenge, wo wir solche kurzen oder Aktiensymbole, Aktienticker uns gegenseitig an den Kopf werfen und wir müssen erraten, welches Unternehmen das ist. Und ich muss jetzt erraten, was SNY ist. Du kannst es ja jeweils vielleicht kurz reinschreiben, dass es dann kein Missverständnis gibt, dass die Leute, die zuschauen. Ich habe vorhin auch Activision Blizzard reingeschrieben. SNY, also wenn das nicht Sony ist, was ist es dann? Ich gebe dir einen Tipp. Ja? Es ist ein Franzose. Oh, shit. Dann habe ich keine das Ahnung. Das ist aber ein bekannter Franzose. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Mach mal so eine Multiple Choice. Gib mir drei Unternehmen und dann muss ich eins davon... Ich habe echt keine Ahnung. Okay. Ob ich jetzt so spontan mir irgendwelche so, Firmen einfallen lasse, die so ähnlich klingen. Ja, okay. Also, nee, das funktioniert, glaube ich, nicht. Oder sag mir den ersten Buchstaben vom Unternehmen. S. Es ist, glaube ich, Healthcare, aber... Boah, ich habe keine Ahnung. Ja. Sanofi wäre es. Noch nie gehört. Was? Nee, noch nie gehört. Noch nie gehört. Sanofi ist Pharma Healthcare, glaube ich, in Frankreich. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer und du hast mich definitiv auf den Holzweg geführt, weil Sony ist es nicht. Das werde ich jetzt für immer und ewig wissen, dass SNY nicht Sony ist. Jetzt wäre noch interessant, was Sony für ein Ticker-Symbol ist. Ja? Sony hat SNE. Ah, SNE sogar. Ja, dann war SNY schon besetzt wahrscheinlich. Ja. So, jetzt habe ich mal einen leichteren für dich. Und den kennst du vielleicht auch schon und das wäre IMB. IMB? Warum IMB? Warum nicht IBM? Weil es nicht IBM ist, es ist IMB. Aber das müsstest du tatsächlich eigentlich auch kennen, das Unternehmen, ja? Also das ist ein Unternehmen, das kennst du auch und das weiß ich zu 100%, dass du das auch kennst, dieses Unternehmen. International Machine Business. Nein. MIB könnte ich dir auch sagen. Das sind die nicht Man in Black. IMB. Boah, da hat jemand schon so ein bisschen hier rausgehauen. Ultra. Was ist das denn? Jemand hat da was rausgehauen, irgendjemand hat so ein bisschen gecheatet und hier was reingeschrieben schon. Ja, ich lese es. Und darum weißt du es vermutlich, weil du hast mich auch gefragt letztens erst kürzlich. Ja, okay. Dann ist es Imperial Brands, ja. Genau, Imperial Brands. Danke für den Tipp und ich darf nicht mehr auf die Kommentare schauen. Ja, das ist Cheaten hier. Hier noch so eine kurze Schleichwerbung zum Spaß, ja. Das wäre K.O. Coca-Cola, ja, aber das ist für uns zu einfach, weil das kennen wir beide. Aber schau dir mal die Dose an. Was ist hier falsch an der Dose? Was ist falsch an der Dose? Schau mal, was ist falsch an der Dose? Das ist in der falschen Sprache. Nee, finde den Fehler. Schau nochmal genauer. Es ist zwar gespiegelt,
Aber schau mal ganz genau. Versuch's mal zu lesen. Zero. Da steht Zero Sucre. Nee, nee, nee. Schau mal ganz genau aufs Logo. Coca. Co. Es ist auf dem Kopf, das Logo. Ach so. Es ist, die Dose ist aber richtig rum, aber das Logo ist auf dem Kopf und natürlich gespiegelt wegen Das der Kamera. Marketing lässt grüßen, Ja, das echt. ist Sollte halt man wieder auf den Stranger Weg gehen. Things, für die, die es gesehen haben, ein kleiner Insider. Und ja, jetzt kannst du, glaube ich, mal den nächsten raushauen und hoffentlich ist der nicht zu schwer und hoffentlich kann ich den erraten. Ja, du, ich gebe dir was Einfaches im Gegensatz zu dir, ja? Ja. Und den kennst du? Vielleicht. MO. Wir hatten Was? ja KO. Wir hatten ja gerade Ja, KO. Was ja. ist MO? MO. Das ist doch einfach. Das ist Altria. Das ist Ja, zu einfach. perfekt. Wenn du Unternehmen Perfekt. nimmst, in die ich selber investiert bin, dann ist das natürlich super einfach, weil da Ja, kenne ich muss ja auch mal natürlich. was Einfaches zwischendurch sein, oder? Ich hab noch was für dich. Und Nee, warte mal, ich zwar. habe ja mehr als du. Das heißt, ich Okay. müsste eigentlich mehr sagen, weil sonst ballen wir hier all Frag. deine schon raus. Frag, 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 Ich habe frag. jetzt einen super einfachen, Ich habe zumindest wirklich das. genug. Ich habe genug, weil Ja. wir haben schon 10 Minuten gemacht und ich habe Okay. noch, keine Ahnung, 1% meiner Liste durch oder was? Also die Cola-Dose drehe ich nicht um, Nestra, weil sonst kann ich hier, Nee. können wir direkt mal fertig machen Dann in die kannst du dir ein neues iPad kaufen. Ja. Also, es ist ein einfaches Symbol und zwar V. Einfach V. Wow. Verizon ist es aber nicht, oder? Nee. Es ist aber ein sehr, 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 sehr bekanntes Unternehmen. Sehr, sehr bekannt. Und es hat auch immer so einen Konkurrenten. Das wird immer in einem Atemzug ja, erwähnt, immer wieder mal. V. Welche Firma fängt mit V an? Nivonovia ist es auch nicht. Es ist ein Nur wäre als amerikanisches erstes wäre es Unternehmen. mir über Verizon Nee. Es ist eingefallen. ein amerikanisches Unternehmen und ich habe sogar eine Karte davon, glaube ich, hier. Ich hab's in den, ja. Es ist Visa. Ja, Visa. Visa ist einfach V. Das finde ich richtig cool. Visa Ja, einfach V. Das ist richtig das ist nice. richtig cool. Ich habe übrigens in den Kommentaren gerade gesehen, auch Vodafone wurde vorgeschlagen. Das habe Ja. ich in meiner Liste und das ist VOD. Jetzt hast du aber schon gespoilert. Nein, ich habe genug. Achso, das ist genug. Willst du Keine noch Angst. eine? Willst du noch eine von mir? Weil ich habe jetzt hier nochmal. Ja, Ich habe halt, sag glaube ich. mal. Sag Also, mal. jetzt hier, jetzt kommt ein ganz einfacher. Den schaffst du auf jeden Fall. S, B, U, X. S, B, U, X. Den müsstest du eigentlich kennen. Der hört sich auch so eigentlich fast schon an. Bugs. Ja, Spax. Also so ähnlich. S-Bugs. Zumindest das Ende, das Bax. Starbucks. Genau, Starbucks. Starbucks, ja. Ja. Noch ein, noch ein, noch Noch ein. ein, Ja. okay, jetzt kommt's aber hier. Das ist jetzt der ist, glaube ich, sehr schwer, aber das ist ein Okay. richtig geiler. Und zwar ist der Kürzel einfach Uhr. Also so wie Uhr. Einfach UHR. Wie eine Uhr. Oha. Ja, Uhr. Aus welchem Land kommt er denn? Ja, aus der Schweiz. Aus der Ja, Schweiz. sicher. Weil aus der Schweiz kenne ich zum Beispiel UBS. Ja, aber das ist nicht Aber Uhr. das ist nicht Uhr. Einfach keine Kommentare lesen, bitte. Ja gut, da hat jemand gerade Swatch geschrieben. Ja, super. Hey, du bist ein Spielverderber, ja? Also nicht du jetzt, sondern der Matt Connor, der ist ein Spielverderber. Der Ich macht halte wieder noch hier Spiel den verrückt. Kommentar hierzu. So, Auf jeden dann kann ich Fall, nicht mehr. Swatch Group, das ist Uhr und das finde ich ein richtig geiles, Das cooles ist ziemlich Wortspiel, das sie da geil. gemacht haben. Das ist Ja. richtig Ja. cool gemacht, noch irgendwie, dass sie das noch irgendwie einbauen konnten an der Börse, ja. Das feiere ich Ja. richtig ab. So, jetzt Ja. muss ich mal wieder ein bisschen raten, glaube ich. Ja. Ich gebe dir, weiß ich nicht, wie einfach das jetzt ist, C. Einfach Den nur habe ich auch. C. Das ist Citigroup. Das ist richtig. Den hatte ich halt auch, ja, den hatte ich auch. Ja, das ist kein Problem. Ich dachte mir schon, dass wir auch mal ein bisschen überlappen. KMB. KMB. Ja. Was zum Teufel ist denn das bitte?
KNB. Fängt das Unternehmen auch mit K an, oder? Das Unternehmen fängt auch mit K an, ja. KNB. M und B ist auch mit drin. Keine Kommentare lesen. Ist aber auch noch nicht geschrieben. KNB. Ey, ich habe keine Ahnung. Was ist KNB? Ist es Also, ein, soll ich sagst dir du sagen, Unternehmen? es ist ein Ami. Es Ein Ami. ist ein Ami, ja. Es ist keine Bank. KNB. Kolja. Kolja Nee. MB. Nee. Nee. Ich habe keine Ahnung. KNB. Es ist, die stellen verschiedene Hygienemittel, glaube ich, her und die kriegst du, die vertreiben die an Krankenhäuser, an Schulen, an überall, an öffentlichen Orten, kannst du in Klos Das diese sagt Stoffe mir schütten, nichts. um Das deine sagt Hände mir nichts. abzutrocknen. Das sagt mir nichts. Kimberly Ich kenne das Unternehmen auch Clark? nicht. Du kennst keine Kimberly Clark? Nein. Okay. Dann habe ich jetzt was Lustiges. Okay. Dann Kimberly Clark musst du kennenlernen. Das ist wirklich Okay. global. Muss ich reinschauen, aber kannte ich echt nicht. KNB Kimberly Clark. Krass. Ja, KMB Kimberly Clark. Dann habe ich auch was Lustiges Ja. jetzt. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch darüber gestolpert, aber der Ticker ist RACE. Race. Race, nein. Race. Aber ist es ein Unternehmen, das man kennt, oder ist der Ticker Es im ist ein Kennt? Unternehmen, das kennt man sehr gut. Race. Wenn du möchtest, Race? dann gebe ich dir einen Tipp und Mein sag dir, Tipp. aus welchem Land dieses Welchem Unternehmen kommt. Land? Italien. Boah, dann habe ich. Oh, ist es Formel 1? Nee. Nee. Was, hä? Nee. Was ist denn Race? Aber Ferrari! ja, Oh sehr shit! gut. Das ist richtig Das geil. ist Das ist wie echt gut. Uhr, wieder wie Uhr, ja, Ja. bei der Swatch Group, Ja. auch hier Race, das passt richtig. Das ist richtig geil. Das Ja, ist, das sind immer so die, Race hat mir gefallen. wo das Unternehmen sich sagt, wenn wir schon an die Börse gehen, ja, dann wollen wir aber auch einen richtigen Ticker haben und nicht nur so ein Richtig. Bullshit, der einfach dahin geklotzt ist, sondern das muss auch was bedeuten, ja. Das ist dann Genau. wirklich noch Kultur im Unternehmen. Richtig cool. So. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch einige, aber ich fange jetzt noch mal ganz leicht an und Ja. das solltest du auf jeden Fall kennen. Und zwar ist es SNAP. Snapchat? Ja. Das ist so fast selbsterklärend, oder? Ja, relativ, relativ, aber Okay. sehr cool, Aber sehr jetzt kommen geil. wir zu einem schwierigeren. Oder nee, sagen wir noch mal einen ganz lockeren. BRK.A. Ja, schreibt es noch mal rein. BRK. BRK.A. Der ist ganz Brück, einfach eigentlich. Brück, 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 Du sagst es Brück ja sogar an. schon. Brück. Ah ja, Berkshire Hathaway, Ja. ha? Du sagst. Brück, Okay, Brück. jetzt kommt aber ein schwerer, wirklich. Der ist, glaube ich, schwer, wenn du das Unternehmen selber nicht hast. Und zwar ist es GIS. GIS. Ist es, ich habe, mir kommt Gilead Sciences oder so im Kopf. Ist es das? Nee. Nein, nein, nein. EIS. Es ist in der Is. Nahrungsmittelbranche. Nahrungsmittel. GIS. Aus welchem Land? Amerika. Oh, EIS. Die machen auch Old El Paso Sachen, ja? Okay. Aber Kennst jetzt du nicht das? irgendwie Whole Foods oder so, was Nee, nee, so nee, 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 verunglückt nee. ist. Also die machen Old Interessant. El Paso als Marke auch Ich und ein darf paar nicht andere. auf in diese Hast du Richtung noch nicht mal gesehen? gucken, weil Hast du ich sehe gesehen? diese Kommentare. Was ist es? Also ist er jetzt rausgefunden, oder was? General Mills ist es Ja, wahrscheinlich. General Mills, Ich darf General wirklich Mills. nicht in diese Richtung gucken. So, jetzt muss ich wieder auf den Feuerstuhl und muss erraten. Hoffentlich werde ich jetzt so ein bisschen besser. Ja, schauen wir mal. Also, es geht los mit, und ich tippe gleichzeitig, BA.
BA. Einfach nur BA. BA. Bertha Anton. Ach du Kacke. BA. BA, ist es ein. Ist ein bisschen schwieriger, gebe ich zu. Ist es ein DAX-Unternehmen oder ein Nee, amerikanisches? ganz weit weg. Kanadisch, oder? Ja, und noch ein bisschen südlicher, also USA. Achso, USA. BA, meine Güte, was ist. Nee, BASF ist Beziehungsweise. es nicht. Nee, BASF ist BASF, ja? ja. Ja, das Gleiche wieder. Nee, ich glaube, die haben aber auch, die sind aber auch Ja, in ich habe es jetzt Kanada auch aktiv. gesehen. Ist es Airbus? Nee, Hä, was nein. denn? Ach, dann. Nein. Jetzt hat er mich verarscht. Bei mir macht er so eine Kacke. Es Das ist doch ist. Betrug. Nee, Jetzt ich weiß. überleg aber nochmal, es ist schon ein heißer Tipp, es ist schon ein heißer Tipp mit Airbus, aber es. Boeing! Boeing! Ja, Burger Angus, was ist denn das? Richtig. Richtig. Okay, mach noch einen, noch einen. Ich mache noch einen. Ich weiß gar nicht, ob der, warte, ich muss mal gucken, ob der ein Schweizer ist jetzt hier gerade. Das habe ich nicht gecheckt. Nee, das ist ein Ami. Okay. Ich will aber noch einen Schweizer für dich. Habe ich noch einen Schweizer für dich? Ja, den hast du im Portfolio, den kennst du vielleicht. Ja, natürlich. Das ist zu einfach. LOGI. Das ist Logitech. Richtig. Den hatte ich auch auf der Liste tatsächlich. Und ich habe noch was weiß ich nicht, Cooles. Es gibt einen Ticker, der heißt TOT. TOT, tot. Der Yep. Tod. Der Tod. Tot. Boah, ich Was ist kenne. der Kennt Tod? man das Unternehmen oder ist es so ein Unternehmen, das man nicht kennt? Man kennt es, aber man denkt vielleicht nicht direkt dran. Wir haben schon mal in Dividendendienstagen darüber, wir haben es schon mal erwähnt. Und Okay. zwar ist es das der sauberste Ölversorger, Energieversorger sozusagen. Oh, total, oder? Richtig. Ja, total. Ja, Sehr gut. Bestattungsunternehmen Guter wäre auch Tipp. echt geil gewesen Ja, aber das war jetzt ein guter Tipp. eigentlich. Da habe ich sofort die Connection machen können. Ja. So, ich habe jetzt auch eines, das kommt von einem von einem Zuschauer. Und das habe ich mir im Vorhinein aufgeschrieben. Und ich hätte keine Ahnung gehabt, was das ist, wenn ich das nicht selber noch mal schnell gegoogelt hätte. Und zwar ist Ja. das 700.HK. 700. 700. Ja, ich hätte das niemals gefunden. Das Aber kennt heißt, man? ja, das kennt man sehr gut. Das kennt man eigentlich schon recht gut. Ha, also 700 HK, aber das hätte ich selber niemals rausgefunden. Ich musste das auch googeln. Okay. Ich kann dann Ja, nochmal wegen sagen. Total nochmal, weil hier das Kommentar kommt. Da ging es darum, weil um diese sauberen ETFs da, diese Das na, nachhaltige zum ETF, ja. nachhaltigen Investieren, genau. Und da ging es darum, dass die Auswahl stattfindet nach Best of Class. Genau, Und ja. da ist Total eben auch mit drin, weil Total angeblich dann das sauberste Energieunternehmen ist. Also, So, es jetzt ist ist ein es chinesisches 700. Unternehmen. Das ist schon mal ein Tipp. Es ist ein chinesisches Unternehmen und es sind Ah, nicht ja. 700 Frauen in Kroatien. Und ich weiß auch nicht, Ja. wieso es 700 ist, aber es Also ist ein bei chinesisches Unternehmen. HK denke ich halt an Hongkong. Ja. Aber es hat So. nichts, also du kannst nicht darauf zurückschließen. Also es ist Du okay, kannst es nicht 700 erraten. Es ist HK. keine Chance, Ich wenn du es habe nicht erraten. Es ist Tencent. zuerst Tencent. daran gedacht, dass es vielleicht hier diese so eine Telefongeschichte wegen 0700 ist, Nee. weißt du, dass es Nee. dann irgendwie mit 0700 Also ich habe keine zusammenhängt. Ahnung, wie sie auf diesen Kürzel kommen, aber es ist Tencent, also auch eines der größeren ja, Unternehmen. Tencent, kennst du das? Das wird auch immer Ja, in einem genau. Zug mit dem Unternehmen Activision Blizzard genannt, Medien, Gaming-Unternehmen und so weiter und Tencent. Dann hätte ich mir aber irgendwas anderes rausgesucht, nicht Ja, das ich auch, 700 aber so sind HK. die Chinesen halt und ich wurde auch selber erstaunt, weil ich dann gesehen habe, hey, das Unternehmen kenne ich ja, einfach den Ticker kenne ich Ja. überhaupt gar nicht. Ja, das macht irgendwie wenig Sinn. Ja. Okay. So, jetzt kommt aber ein ganz einfacher für dich noch. Oh ja. ADS. Den müsstest du eigentlich kennen. ADS. ADS.
Ist das ein Aristokrat? Ist das ein Das weiß großer? ich nicht, aber es ist definitiv ein Unternehmen, das kennt man und es ist eine Marke. Also es, Adidas. ja, Adidas. Und das Ganze ohne Kommentare. Ohne Ja. Kommentarunterstützung. Ich bin stolz auf mich. Yes. So, jetzt muss ich wieder brennen und raten. Ja, wenn ich mir hier die Liste so anschaue, dann denke ich mir, war einfach eigentlich viel zu einfach. Aber machen wir einfach mal ein paar der Reihe durch, je nachdem, wie schnell du bist. BA, BA. Alibaba. Richtig. Das kannte ich. Das habe ich auch mal nachgeschaut irgendwann mal. BABA. Baba. So, jetzt HD. 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 Es ist ein Dividenden, boah, weiß ich Ist es nicht, ein Unternehmen? amerikanisches Unternehmen oder nicht? Ja. Ist ein Amerikaner und ein Dividendenkönig, glaube ich sogar schon. König, sicher? Ich 50 Jahre? Also ich glaube Hamburger ja. Dosen sind es schon mal nicht, glaube ich, Markus. Nee, 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 nee. Home Depot. Ja. Aber ich habe halt auch wieder einen Tipp bekommen. Ich habe wieder einen Die Tipp bekommen. Kommentare verraten's. Aber So, das Home dann. Depot kenne ich aber. Da war ich auch sogar schon mal in einem drin, wo ich in Amerika Echt? gewesen bin. Ja, ich war ja Roadtrip 3 Wochen und da haben wir uns ein Home Depot einfach mal von innen angeschaut. Ich dachte ja eine ganze Zeit lang vielleicht, das wäre einfach diese so Home Depot gibt es ja auch hier in Deutschland, einfach so Läden, die heißen Nee, Depot. das ist so wie ein Aber Hornbach das, oder ja. so ein halt so ein einfach so ein Baumarkt, ja. Bisschen größer, einfach Ja, also das Baumarkt, ist ja, und so kein Ramschladen. Ja. jeder Laden in Amerika oder halt Home ist einfach mit der Schweiz verglichen 10-mal größer gefühlt oder mehr Okay. teilweise. Okay. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter und zwar UL. Den kenne ich. Den Ja, kenne dann ich. sag, sag. Unilever. Richtig. Unilever. M-M-A. Ist das Mastercard? Richtig. Das Sehr ist zu gut. Du bist einfach. sehr gut, du bist sehr gut. Aber jetzt haben wir ein paar durch. Ja? Jetzt können wir ein bisschen Ja. die Liste abarbeiten. Jetzt wird es vielleicht spannender, ich weiß es nicht. X, O, M. 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 XOM. XOM. Hä, was ist denn das? XOM. Zum. XOM. Muss man das Unternehmen kennen? Ja, eigentlich kennt man es. Man muss nichts. Eigentlich. Müssen tut man gar nichts. Ja. XOM. Also man sagt XOM gerade gar nichts. Fängt's auch mit X an, nicht, oder? Man sagt, man spricht es so tatsächlich. Also man nicht X, sondern im Englischen dann Aber halt nicht X. Eon, oder? Exxon. Ja, danke, dass ihr jetzt hier Markus hier Ja, am es. Spoilern. Nee, also das hätte ich nicht, also wäre ich nicht drauf gekommen Kein alleine. Problem, dann mache ich gleich weiter, Thomas. Es macht dir doch Spaß. Ja. D-I-S. DIS. Fängt es auch mit D an? Ja. DIS. Ey, ich habe DIS, das sagt mir gar nichts. Denk mal nach, denk nach. Entspann deinen DIS. Kopf. Disco. Und dann überleg dir, was du gerne in dein Depot legen würdest. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe immer die Chats der Vincent. Ich habe zuerst Was? Disco gesagt und es ist Disney, hä? Walt Disney, Ja, oder? Ach, immer richtig. dieser Chat-Spoiler, das ist richtig. Der Chat in diesem Format ist ja mal tödlich, weil du wirst gespoilert und dann weißt du, was es ist, obwohl du es eigentlich noch gar nicht drauf gekommen wärst. Bei mir wird dieses Kommentar gar nicht angezeigt, aber ich habe ja Disney. DIS Ja. geschrieben. Also. Da hat jemand, der Nestra schreibt noch deutsche internationale Security. Jawohl, da bin So, ich da dafür. habe ich jetzt aber einen, der sollte eigentlich passen und es ist die DPW. DPW. Da musst du eigentlich Bescheid wissen. Aber nicht Warner Nee, Bros. DPW. Das müsstest du kennen. Du bist Warner aus, Pictures? nee, du Wieso bist aus nicht? Deutschland. Das heißt, du musst das kennen, DPW. DPB. Die klingeln immer. Ach so.
DPD? Nee, DPW. Wer klingelt denn immer? Deutsche Post Ja, oder Deutsche Post. echt? Ja, das ist DPW. Okay. Alles klar. Na gut. Okay. Next, next, next. Also, next haben wir ALV. ALV, den kennt man auch, das ist wirklich eine große Firma. Ich Das glaube, das V ist. weiß ich nicht, woher das kommt, aber das AL ist auch im Namen drin. Noch die ersten zwei Buchstaben vom Unternehmen. ALV. Nicht die Kommentare einfach anschauen, Nee, naja, ist nee, mir schon nee, gespoilert. nee, alle. Das V steht vielleicht für den Bereich, wo es tätig ist. Also V wie für Versicherungen. Allianz? Ja, Allianz. Okay. So, jetzt kommt aber Danke. einer, der ist, den Aber bei müsstest du mir werden jetzt. die Kommentare auch gar nicht aktualisiert nach meinem Diss-Kommentar. Ach Sehe ich auch so. gar nicht Ach weiter. so, ganz Aber cool. Das ist ja wenn gerade die gut. Verbindung funktioniert, ist ja perfekt. Ja. Allgemeine Lebensversicherung, schreibt der Oh ja. Vincent. So, jetzt gibt es aber noch einen ganz einfachen, hoffentlich kennst du den, und zwar VNA. VNA. Wir hatten es vorhin schon auch über dieses Unternehmen tatsächlich. Verizon? Nee. Ist Nee. aber ein anderes, was wir vorhin auch oder jemand von uns, glaube ich, angesprochen hat. Du oder ich Oh. oder jemand in den Kommentaren. Oh, ähm. Ja. Also wie Nordpol, ja? Ja, also nee, also nein, wir hatten vorhin einfach Vectron. sogar das Unternehmen. Das Unternehmen wurde von irgendjemandem von uns gesagt, glaube ich, sogar vorher. Ist, glaube ich, auch ein deutsches. Ja, ist ein deutsches. Ein Deutscher. Ja. Versicherung nach Alter. Schon Da wieder steht. Versicherung. Nee, nee. Wohnung. Wohnung steht. Das ist auch schon so ein Tipp. Vonovia. Ja, Vonovia. Vienna ist Vonovia. Okay. So, was hast du noch so auf der Liste? Ein paar. Ich Zum würde sagen, Beispiel. wir machen jetzt nur so eine Quick-Runde. Das Ja. bedeutet, man muss relativ schnell rausballern, und wenn man nicht schnell genug ist, darf man auch das Unternehmen sagen, dann geht man direkt zum nächsten, dass wir noch so wirklich so ein bisschen so eine Schnellfeuerrunde haben, dass man so wirklich ganz schnell nachdenken muss und wir auch nicht gespoilert werden können durch die Kommentare. Das kannst du am besten, Thomas. Da bist du am schnellsten. Dann Also lege ich was gleich los. legst du los? Genau, ja. Und zwar BLK. Bertha, Ludwig Keine und Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist? BlackRock wäre es BlackRock, gewesen. ach du Kacke, BlackRock. BlackRock. Shit, das hätte ich wissen müssen. Weiter. N, also N, Ja. Nordpol, V, S. Novo Nordisk? Nee. Nee. NVS. Ist ein Keine Schweizer. Ahnung. Ist ein Schweizer. Schweizer. Ist NV. großer. Großer Schweizer. Novartis, Novartis. Jawohl, Ach. richtig. Und NOV. Hä, NOV? Novo Das, was du Nordisk. davor Ach gesagt so, hast. Novo Nordisk könnte das heißen. Genau, ja. Ja. Meine Güte, jetzt bin ich. DB. Deutsche Bahn. Gibt's Deutsche Nee. Bank? Jawohl, richtig. Deutsche Bahn? Da würde ich niemals investieren in die Deutsche Bahn. Ja, ich glaube, ich auch nicht. Also zurzeit zumindest nicht. CL. CL. Ist ein Ami. Auch unzyklische Haushaltsprodukte. Keine Erzählt. Ahnung. Soll ich CL. sagen? Ja. Colgate, Oh, Colgate, fuck. Das hätte ich. Palmolive. Colgate, Das hätte ich Palmolive. wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen. Jetzt kommt, was du wissen Ja. musst. U-W-E-R. Was? Ja, also ich glaube, das könnte doch Lyft sein, oder? Das ist dieser Auto, ja, wo man fahren Richtig, kann. ganz Lyft und genau. Uber natürlich. So, jetzt würde ich mal sagen, Großartig. jetzt tauschen wir. Und jetzt Jetzt haue ich tauschen auch wir. nochmal ein Unternehmen aus und ich fange mit einem einfachen an. Pep. Ganz einfach. Pep. PEP. Pepsi Pep. Co. Pepsi Genau, Co. PepsiCo. Das ist ein einfacher gewesen. Jetzt kommen wir zu den schwereren.
Mach mal ein paar einfache jetzt. Also H wie Hallo, H, ja? Einfach nur ein H. Kennt man das? Das ist ein, ja, das kennt man vom Namen her schon, ich hätte es aber nicht gewusst. Ist in der Hotelbranche. Ah, ach, wie heißt der? Hilton? Nee. Ah, Hyatt fuck. Hotels. Hyatt Wie? Hotels. Hyatt. Oh Gott, nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber Aber kennst du Hilton. die Hotels? Das sind ja, gibt es ja überall, auch hier auch in Zürich, überall in Deutschland, auch in Amerika. Also Hyatt Naja, Hotels. bin ich eher nicht so unterwegs. Ja, ich auch nicht, aber sieht man halt einfach. So, jetzt gibt's einen einfachen. FDX. F. FedEx. FedEx, genau, FedEx. Es ist sehr einfach, oder? Ja, das So, war gut. jetzt haben wir noch, was haben wir noch hier? Genau, das ist, glaube ich, auch ein einfacher. O, R, Realty Income. Ach nee, so. O, Ich dachte, es wäre. nee, O, R, Sorry. C, L. O, R, C, L. Oracle. Oracle, genau, ich muss es nicht mal reinschreiben. So, und jetzt haben wir eines, das ist sogar ein Akronym. Das ist H, MC. Das ist also auch ein Akronym, sprich, die ersten Buchstaben sind je für ein Wort. HMC. HMC. Ist in der Automobilbranche tätig und kennt man. HM. Die haben, glaube ich, auch Motorfahrräder, also so Motorräder, glaube ich auch. Ach, wie heißen die denn? Wie heißen die? Akronym, also ein Akronym ist eine Abkürzung sozusagen. Ah, scheiße. Sind es nicht diese ganz bekannten Es ist Motorräder? Honda Motor Company. Ach Honda so. kennt man, oder? Also Ja, es ist nicht die Luxusmarke, glaube ich, das aber kennt man. Honda ist schon so ein Begriff, aber ich wäre jetzt vielleicht auch nicht drauf gekommen. Aber ist ja ein Akronym, das bedeutet einfach, die ersten Buchstaben von den jeweiligen Wörtern werden als Abkürzung genutzt. Und das ist ein Akronym. Ich Was habe habe ich noch da habe ich im. auch was in der Gegend, habe ich auch was für dich, gerade um das mal einzuwerfen, gerade im Moment. TM ist genau die gleiche Branche. TM. Toyota Motors. Richtig. So, Jetzt darfst du weitermachen. ich habe jetzt noch zwei Stück, nee, drei Stück, drei, die drei letzten, die ich habe. Okay. Das erste ist. Also, ich schreibe es lieber, weil sonst ist es zu einfach. So. Aber ich kann Hier. es nicht mehr lesen, ne? Bei Achso, du kannst mir es nicht lesen. Also von es den ist mit sieben einem Kommentaren. E, also mit einem E und ein E. A. Diese zwei Buchstaben. E und ein A. EA Sports oder Also ja, Electronic Arts, aber ja, also es war einfach, wenn ich Electronic sage Arts und so. EA. Ja, aber es ist natürlich das Unternehmen. Jetzt haben wir noch ein schwereres, denke ich mal, weil das wäre ich nie drauf gekommen, aber C A J. Also J wie Joker, ja. Also C A J. K, so ein Ja, K bisschen. sozusagen, ja. C-A-J. K. Also das J, Branche? keine Ahnung, woher das kommt, aber das C-A passt. Okay. Ich weiß gar Branche? nicht, ich habe sogar so ein Produkt hier zu Hause, damit nimmt man immer gerne Videos auf. Canon? Ja, Canon. Das ist Ja. Canon. Das wäre ich nie drauf gekommen wegen diesem J tatsächlich. Habe ich dann auch so Ja. gestaunt. Hey, das ist ein J. So, jetzt kommen wir zum letzten und der ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Den hätte ich tatsächlich wahrscheinlich rausgefunden, weil ich das halt auch kenne, aber das ist sehr schwer. SHAK, also Scheck. SHAK. Check. Check. Also Gibt es es ist irgendwie ein sogar im Namen Unternehmen, das drin, Shark sozusagen. heißt oder so? Nee, es ist sogar im Namen drin. Und das hätte ich gekannt, also ich kenne das Unternehmen, ich war auch schon dort in den USA, Ja. persönlich mehrmals sogar. Und es ist ein Restaurant sozusagen, kann man auch sagen. Aha. Und Check ist im Namen drin. Ja. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich nicht, deshalb ist es schwer für dich. Und ist auch das letzte Unternehmen tatsächlich, was ich jetzt hier auf der Liste habe. Check, Das ist eine check. Burgerbude, wenn dir das vielleicht noch was sagt oder hilft. Gab auch schon Vi Videos auf YouTube vom Kolja und vom Jonathan, wie sie auch in so einem Lokal drin sind. Also es ist Shake Shack. Shake Shack ist so eine richtige größere Burgerbude-Kette
Und da war ich tatsächlich auch in den USA und das ist jetzt mein letztes Unternehmen auf der Liste gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du noch so deine Liste für die letzten Unternehmen, die wir rausballern können? WMT. WMT, Walmart. Ja, richtig. Den habe ich nämlich auch gesehen, habe ich mir auch überlegt, soll ich den draufnehmen? Ja, ich habe halt auch ein paar einfache genommen. So. INTC. Ist das Intel? Ja, da richtig. Bist du doch auch investiert, oder? Da bin ich auch investiert. So, jetzt was für dich. Oh. NFLX. Netflix. Jawohl. Passt sogar hier mit Stranger Things, weil Stranger Things ist eine Netflix-Originalserie. Ach, die kooperieren da mit Coca-Cola auf einer Dose. Yep, das ist eine Kooperation zwischen Netflix sozusagen, beziehungsweise Stranger Things und Coca-Cola K.O. Also NFLX meets K.O., würde ich mal sagen. Ja, absolut. Genau so sieht's aus, ja, in Börsensprache gesprochen. Genau. Dann habe ich RIO. Rio? Ja. Wir haben schon mal drüber gesprochen und du hast die Hälfte des Unternehmens schon eigentlich genannt. Was? Rio. Keine Ahnung. Was? Ich habe das schon genannt vorher. Nee, du hast es nicht genannt, aber wir haben schon mal darüber gesprochen in der Folge. Ach so. Wenn es um Gold geht, da ging es um Gold. Es ist also ein Goldunternehmen, aber ich weiß jetzt gerade nicht welches. Die fördern Gold. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das Unternehmen Rio heißt. Rio Tinto. Rio Tinto, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, warte mal kurz. Vom Nestra haben wir noch TUP. Oh ja. Ist das Tupperware oder was ist TUP? Das kann gut sein. Ja, das kann echt gut sein. Also ich glaube, das könnte sein. BRK hatten wir schon, das ist Berkshire Hathaway. Bei mir kommen jetzt die Kommentare. Das ist ja geil. Die ganze Zeit Kommentare. Wir haben noch UWS. Was ist UWS? Das schreibt der Nestra. UWS. United. We stand. World. United World Securities. United World. Keine Ahnung. UWS. Stimmt irgendwas mit United. Uni. Keine Ahnung, was United UWS ist. Das ist wirklich, das ist teilweise auch. Es ist ultra schwer, ja, weil nicht alle Unternehmen haben das, was sie sozusagen in ihrem Namen haben, drin, ja. Das ist ultra schwer. Ja, jetzt haben wir noch vom. Guck mal, jetzt hauen sie ja alles jetzt raus. Jetzt hauen sie hier raus. SHL100. Was ist denn das bitte? Na gut, jetzt hatten die Leute auch genug. Ist UWS Waste Management oder was? Nein. Waste Management ist also, WM. Das hatten wir letztes Mal. NVD ist Nvidia, oder? Bestimmt. Also ich glaube, das müsste schon fast sein. Bestimmt. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gechallenged und wir haben richtig Spaß jetzt auch hier gehabt und auch einige Kürzel von euch genommen und waren schwere drunter, leichte drunter und ist jetzt mal so ein bisschen eine lockere Folge gewesen, denke ich mal. Und wir sind immer wieder offen für solche Vorschläge, denke ich mal. Es gibt jetzt hier jetzt nicht wirklich viel zusammenzufassen bei der Episode, denke ich jetzt mal. Es ist eher so eine Challenge, die wir hatten. Aber es ist definitiv eine coole Sache, dass man auch mal solche lockeren Dinge machen kann und wir sind immer offen für Vorschläge, also auch auf YouTube, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, einfach mal in die Videokommentare schreiben, was ihr für Ideen habt oder auch uns oder mir, dem Johannes, einfach mal eine Direktnachricht senden mit Ideen und dann kann man das immer schön zügig auch umsetzen, das versuchen wir ja auch immer und von dir letzte Worte zu dieser Challenge, was ist so dein Fazit von dieser Challenge? Oh Gott. Ich glaube, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es wieder vergessen, weil du, als du deine super Zusammenfassung wieder gemacht hast, und dann denke ich immer, ja, jetzt kannst du abschalten. Also, hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. wir sind jetzt hier mal so eine lockere Runde da gewesen, hat Spaß gemacht, Bock gemacht, für Ideen sind wir offen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Dividendienstag, dann aber wieder für ein ernsteres Thema, wo es dann um Investieren geht und auch ums Geld verdienen geht mit Dividenden.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Dividendendienstag. Tschüss, Johannes. Ciao, Thomas.